Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge. Wir sind bei Metro und wir haben noch ein bisschen was zu erkunden und das machen wir jetzt auch. So, wir haben zwar hier hinten einen wunderschönen Weg gefunden gehabt, dort in der Zunge da durch eine Höhle durchzukriechen, aber das machen wir nicht. Ne? Das machen wir einfach nicht. Oh, nee, warte. Schön holstern. So. Jetzt gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Wie die Leute so auf uns reagieren. Oder ob wir vielleicht noch ein paar Zettelchen finden. Oder ein paar Postkärtchen. Ach, ich sehe doch da schon wieder ein Buch, oder? Ja, sag ich doch. Staubiges Tagebuch. Gut, dass wir das Lager verlassen haben. Das ist ein Leben hier. Gestern habe ich ein Reh geschossen, während die anderen Kaninchen jagten. Und der Lehrmeister hat mich bei der abendlichen Versammlung gelobt. Morgen werden wir die Räucherkammer fertigstellen, also müssen wir diesen Winter definitiv nicht hungern. Und nächsten Sommer werden wir nachsehen, wie es um die Stadt so steht. Okay. Klingt doch gut. Oh. Sag bloß. Dann haben wir das jetzt also anscheinend übernommen. Okay. Na, das sieht ja einladend aus. Oder so. Ups. Sind hier üblicherweise irgendwelche Leute? Sieht so aus, oder? Das kann doch nicht hier einfach verlassen sein und dann... Nee. Da bin ich mal gespannt, ob wir hier vielleicht irgendwie nochmal hinkommen, um... Ah, das ist da, wo wir da runter können. Alles klar. Also da können wir uns wahrscheinlich hier hinstellen. Genau, und dann können wir rüber zum... Ja, und das war, um dann hierher zu... Es ist ja traumhaft. Alles klar. Sehr, sehr gut. Ja, aber wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir jetzt hier einfach hingehen und... Hier ist dann nichts mehr. Also, ja, es ist schön, hier das Bett zu haben, aber... Das kann doch nicht sein, oder? Ja, das wäre einfach zu strange, finde ich. Warum sollten die da jetzt ohne Zwang... dieses... diesen Standort dort aufgeben. Das macht doch keinen Sinn. Okay, wie auch immer wir da hinkommen. Okay, das ist hier wirklich...
Interessanter Haufen, muss ich mal so sagen. Hallo? Was haben wir denn hier? Okay. Sie verstehen es einfach nicht. Ihnen fehlt wohl der Griff dazu. Sogar Roman ist so dumm wie alle anderen. Wir leben in einem Wald, also müssen wir mit Mutter Natur eins sein. Die Wölfe sind die rechtmäßigen Besitzer dieses Waldes. Und wir sind hergekommen, um ihre Beute zu wildern. Natürlich verteidigen sie sich. Und welches Recht haben wir, ihnen das übel zu nehmen? Ich bin anders als die anderen und die Wölfe wissen das. Die Wölfe verstehen es einfach. Gemeinsam werden wir beweisen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als mit Mutter Natur übereinzukommen. Das hat bestimmt super funktioniert. Oh, ich meine, er hat ja, also er, sie, es hat ja recht. Ja, ist ja vollkommen richtig erstmal, ne? Die Wölfe waren hier zuerst. Wir sind dazugekommen. Wir wollen denen was wegnehmen. Die kennen sowas wie soziale Strukturen in ihrem Feld. Verhalten sich dann auch entsprechend und wollen uns zeigen, Kollegen, das funktioniert so nicht. Unsers haut hier ab. Ja? Aber den anderen Teil, dass die verstehen, dass er anders ist. Ach Gott, nee. Typi, was denn los mit dir? So, wie wir sehen, hat super funktioniert. Und da draußen warten jetzt bestimmt Wölfe auf uns. So. Sag ich doch. Na gut, das klären wir gleich noch mit den Wölfen. Will nur nichts verpassen. Ja, hast du super. Es war eine super Idee, erstmal prinzipiell. Aber die Durchführung war doch eher mangelhaft. Ich hab mich schon gewundert. So fuck. Alter. Gut. Mein hey, war doch. Ging doch super. Oder? So. Ah. Dann gucken wir jetzt erstmal da oben. Hallo. Okay. Nee, wir wollen da jetzt mal noch nicht runter. Wir wollen jetzt erstmal hier hinter gucken.
Ich glaube, da müssen wir dann noch lang. Okay, und hier gibt es nichts Interessantes. Alles klar. Gut. Die Wolfsköpfe hier oben, ey. Jetzt müssen wir natürlich noch mal gucken, wie kommen wir denn diesen einen da? Hier wäre natürlich... Ah, da geht's runter. So, okay. So, ist klar, wir wollen ja da irgendwie hoch. Ne? Ist ja logisch. Das heißt, wir müssen hier einen Jump and Run fertig kriegen. Natürlich. Ein... Ach Gott, sowas bei Metro, ja? Frei. Aha, wir haben anscheinend kleine Äste auf den Augen. So sah es jedenfalls gerade aus. Ja, gut. Ja, nice. Haben wir das auch. Schön, schön. Oh, habe ich die ganze Zeit die... Oh, ich glaube, ich hatte die ganze Zeit die Funze an. Ja, ich hatte die Funze an. Okay. Das sieht aber echt schön aus hier. Mal ganz im Ernst. Okay, dann würde ich sagen, ist doch jetzt der optimale Zeitpunkt, dass wir jetzt wieder dort zurückgehen zu der Höhle, die wir da gefunden haben, relativ am Anfang, und dann da mal durchkrabbeln. Ja, oder auch nicht, sagt mir das doch einfach, dann gehe ich wieder. Okay, da hinten sind Wölfe. Da unten ist noch eine Höhle? Alter. Es lohnt sich echt, hier wahnsinnig viel rumzugucken. Oh, hallo? Was haben wir denn hier für eine Höhle? So, ich würde dann mal hier diesen Korb nehmen. Ja,
Oh, ist das nicht schön hier eigentlich? Ach, oder? Kann ich wieder nicht mitnehmen. Ist das hier bei Any Chance die Höhle, die... Ja. Okay, gut. Alles klar. Na, das ist doch wunderbar. Da haben wir doch alles abgesucht erstmal, was geht. Kann ich das hier vielleicht... Das ist so gemein. Die Pilze da. Kann man nicht mitnehmen. Boah, ist das gemein. Finde ich nicht gut. Schöne, entspannte Runde hier. Ach so, hier. Einsam. Ja. Und jetzt hier. So, gut, dann gehen wir mal hier hoch. Ah, hätte ich gewusst, dass du sowas brauchst, hätte ich dir mal was mitgebracht. Ich habe da eine kleine Quelle gefunden. Oh, cool. Also haben hier schon manchmal so, ne, Liebe zum Detail. Muss man schon sagen. So, jetzt gehen wir da hoch. Und ehe wir uns jetzt hier wieder so ein Medipack in den Arm reinrammeln, würde ich jetzt eher sagen, wir gucken mal, dass wir zu unserem, warum auch immer, auf einmal vorhandenen Außenposten zurückgehen und gehen da mal ins Bett, ne? Da fliegen wir jetzt nämlich gerade hin, rutschen wir gerade hin. Und kommt jetzt was aus dem Wasser raus und schnappt nach uns, komm schon. War mal zu hoch, oder? Ich hätte jetzt voll erwartet, dass hier was im... Nee, so viel tiefer ist das auch nicht. Ich hätte jetzt voll erwartet, dass irgendwas hier rausgesprungen kommt und nach uns schnappt oder so. Das wäre so typisch gewesen. So, guck mal. Weiß nicht, heißt Feuer heilen? Na, wenn das mal so schön zu Hause gehen würde. Das heißt, ich schmeiß mich morgen erstmal 10 Stunden vor den Kamin. Augenscheinlich heilt das. Ich habe ein bisschen was zum Wegheilen. Scheint ja gut zu funktionieren, oder? Würde ich sagen. Mensch, hätte mir das mal jemand gesagt. Leute, 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 Leute. Genau. Gereinigt von der heiligen Flamme. Gut. Ne? Gut. Haben wir noch ein bisschen was mitgenommen. So, dann gehen wir jetzt da hoch. Stecken die Waffe mal wieder weg. Gut. So, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns dann hier mal an, was da passiert, wenn wir da langlaufen. Aber, nachdem die letzte Folge so elendig lange war, machen wir ein kleines bisschen kürzerer als sonst. Aber immer noch, hey, 20 Minuten. Ne?
So, ist einiges passiert. Ne? Wir haben ein kleines Schoßhündchen gefunden. Das war ganz lieb und wollte knuddeln mit uns. Hat davor schon mit jemandem anders geknuddelt. Ach, so herrlich. Dann haben wir noch irgendwie ein kleines Fischlein gefunden, was jemand weggespült hat und was dann wieder zu sich gefunden hat. War also doch nicht tot. Ah, super. Hat mich sehr gefreut. Und ja, alles in allem eine wunderschöne Gegend hier. Kann man sehr schön sich vorstellen zu wohnen. Anscheinend sind die Kinder so ein bisschen vernachlässigt worden. Ich meine jetzt nicht von wegen Züchtigung oder so, aber ich glaube, da sind die Eltern nicht mehr vorbeigekommen nach dem Ringercamp und haben die wieder abgeholt. Und ich glaube, es waren sehr viele Leute da, die denen Böses wollten. Naja, vielleicht kriegen wir sie ja noch ein bisschen umgestimmt. Wir versuchen das immer weiter. Gesenkte Waffe, alles easy, kein Stress, höchstens ein bisschen ausnocken. So wollen wir das weiter handhaben und dann schauen wir mal, wo wir das hinkriegen. Drücken wir mal die Daumen, toi toi toi. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.